gibt ja verschiedene Arten, wie man sich draußen Kaffee machen kann. Meine Lieblingsmethode ist die des Cowboy-Kaffee und das geht wirklich sehr einfach. Ich habe den jetzt schon mal vorbereitet.
morgen aus Andalusien. Ich bin Mike von Azuka und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Es gibt ja verschiedene Arten, wie man sich draußen Kaffee machen kann. Meine Lieblingsmethode ist die des Cowboy-Kaffee und das geht wirklich sehr einfach. Ich habe den jetzt schon mal vorbereitet. Also dafür muss man nichts weiter beachten. Einfach Wasser erhitzen im Topf und das Wasser, wenn das kein sauberes Wasser ist, dann kochen lassen. Und ansonsten reicht es aber auch, wenn das Wasser richtig heiß ist. Dann Kaffeepulver reingeben nach Belieben. Also ich gebe ordentlich rein. Ich denke so also auf 2 Tassen, 4 Esslöffel, also sogar ein bisschen mehr, als man zu Hause vielleicht nehmen würde. Und verrühre das dann. Und das bleibt dann, wenn das dann verrührt ist, dann bleibt das Wasser dann stehen, das heiße Kaffeewasser. Und Wasser wird aber nicht weiter gekocht. Also das Wasser sollte auch nicht kochen, weil wenn das Wasser kocht, dann wird der Kaffee bitter. Die Türken, die machen das auch so, die kochen den Kaffee. Und der wird dann auch noch stärker durch das Kochen. Dadurch wird er eben sehr bitter. Und die Türken geben dann auch sehr viel Zucker ran in den Kaffee. Der ist dann wirklich sehr süß. Auch wenn man nach Marokko kommt, was ja gleich hier gegenüber bei uns ist, von Andalusien. Der Kaffee dort, der ist auch sehr süß immer. Wahrscheinlich auch in den ihrer Kultur. Ich mag den Kaffee ohne Zucker. Ich nehme keinen Zucker zum Kaffee. Ich mag ihn ganz einfach so. Aber im Cowboy-Kaffee einfach also darauf achten, dass der Kaffee eben nicht kocht. Einfach das Wasser erhitzen, vorher kochen, dann das Kaffeepulver reingeben nach Belieben und dann umrühren. Das etwa stehen lassen. Also wenn der setzt, dass er sich setzen kann, bequem so 5 Minuten vielleicht, 5 Minuten sollten ausreichen, 5, maximal 10 Minuten, weil es kühlt das Wasser dann auch ab, das Kaffeewasser, man möchte den ja heiß trinken. Wenn der sich dann abgesetzt hat, dann den Kaffee in die Tasse geben und da nochmal etwa eine Minute ruhen lassen, dass der auch dort nochmal zur Ruhe kommt, der Kaffeesatz, also das Kaffeepulver eben, wenn es noch schwimmt. Und dann der Trick, was ich immer gerne mache, dann zum Schluss, also wenn ich Milch habe, dann gebe ich zum Schluss dann, also wie beim normalen Kaffee auch eben, einen Schuss Milch dazu, einen Schuss kalte Milch. Oder aber, heute habe ich keine Milch dabei, dann einfach einen Schuss kaltes Wasser. Und das kalte Wasser oder der kalte Schuss Milch. Und dann zur Folge, dass ich das Kaffeepulver noch mehr setzt. Also sozusagen das kalte zieht dann das Kaffeepulver noch weiter nach unten. Und wenn du dann also nochmal eine Viertelminute, eine halbe Minute wartest etwa und trinkst dann den Kaffee. Du merkst also jetzt zum Beispiel, der ist jetzt schon ein paar Minuten in der Tasse. Und hier ist überhaupt kein Kaffeesatz mehr oben, schwimmt null Kaffeesatz. Kaffeesatz ist jetzt wirklich unten auf der Tasse drauf. Wirklich eine optimale Methode, um Kaffee zu machen draußen. Also mein absoluter Favorit. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich trinke morgens eben gerne meinen Kaffee und Nachmittag, wenn es geht, dann eben Nachmittag noch. Wenn aber Nachmittag kein Kaffee da ist, dann ist das nicht weiter schlimm, aber früh möchte ich schon meinen Kaffee haben. So viel Zeit muss sein am Tag. Sehr lecker. Hier ist noch ein kleiner Schluck drin. Ich trinke den jetzt noch aus und dann seht ihr mal, wie viel Kaffee jetzt noch in der Tasse drin bleibt. Ja, man muss natürlich ein bisschen vorsichtig trinken. Aber wie ihr seht, jetzt das ist noch übrig. Der ganze Satz ist unten in der Tasse. Phänomenal. Also top. Das machen wir immer so, oder ich oder wir eben, wenn wir unterwegs sind. Und auf vielen Reisen habe ich das so gemacht. Immer auf dieser Art den Kaffee gekocht, draußen. Und zu Hause habe ich es auch eine ganze Zeit lang gemacht. Jetzt mittlerweile habe ich eine Espressomaschine, also zu Hause eben. Und wenn ich die mal nicht nutze, dann gerne auch die Espresso-Kannen, die italienischen oder auch spanischen Espresso-Kannen, die sind ja sehr, sehr bekannt oder sehr oft verwendet. Die
Diese kann man auch mit nach draußen nehmen, diese Espresso-Kanne, die kann man auch sehr gut über Feuer erhitzen. Überhaupt kein Problem. Aber zum Beispiel, wo wir in Kanada waren, also die ganze, der ganze Trip eben durch die Rocky Mountains, waren wir mit so einem Camper unterwegs. Und da haben wir jeden Tag den Kaffee wirklich auf diese Art gemacht. Zweimal am Tag, einmal früh, einmal Nachmittag. Da gab es dann natürlich immer noch ein bisschen Erdnussbutter dazu. Heute gab es nur eine Banane zum Frühstück. So, beginnt der Tag. Wunderbar. Ja, viel Gelaber, bevor das jetzt noch weiter in Gelaber ausartet. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Also ich wünsche noch einen schönen Tag. Viele Grüße aus Andalusien. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben. Wenn du weitere Videos sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Schönen Tag heute noch. Bye. Ciao.